Die Entwaffnung der Exekutive, wie sie von den Grünen gefordert wird, ist ein schlechter Witz. Und wenn man das vielleicht noch einmal von Österreich auf Wien herunterbricht, also in Österreich selbst werden jeden Tag 3 Polizistinnen und Polizisten verletzt. Alleine in Wien gab es im letzten Jahr 54 Schusswaffeneinsätze. Das heißt, jede Woche wurde in Wien geschossen. Also das sozusagen als eine beruhigende Entwicklung darzustellen, ist einfach absurd und zeigt, wie realitätsfremd die Grünen da auch sind. Als die neue und als die einzige Sicherheitspartei in Wien werden wir unseren Polizistinnen und Polizisten den Rücken stärken und sprechen ihnen unser Vertrauen aus, damit sie sich auf ihre Aufgabenbewältigung konzentrieren können, ohne in ständiger Angst zu leben, von Politik und Arbeitgeber im Stich gelassen zu werden. Wenn es um die Situation der Aufnahmeoffensive in Wien geht, die uns ein besonderes Anliegen ist als sicherheitspolitische Bewegung in Wien, da muss man vielleicht noch ergänzen, dass bei den Pensionen, die in den nächsten Jahren anstehen, 30% der betroffenen Beamten in Pension gehen und die nicht ansatzweise sozusagen nachbesetzt werden bei jetzigem Stand. Das heißt, es braucht in Wien diese Aufnahmeoffensive und da hat Wien im Vergleich zu Gesamtösterreich und zur Gesamtsicherheitsverantwortung zu wenige Planstellen. Und das muss man schon noch vielleicht noch einmal verdeutlichen. Was natürlich auch sichtbar ist bei der ganzen Entwicklung, wenn wir von fehlender Integration und auch Problemen im Bereich der Migration sprechen, wie bei der Bewältigung der Corona-Krise, damals ja die Bundesregierung auch im Bereich der Integrationspolitik teilweise orientierungslos durch die Gegend. Und daher habe ich ganz bewusst gesagt, wir brauchen keine unsinnige Corona-Ampel, wo wir bis heute nicht wissen, wie da die Maßnahmen aussehen. Die sollen ja erst präsentiert werden, sondern was wir brauchen, ist eine auf dunkelrot gestellte Migrationsampel, weil wir genügend Probleme hier im Land haben, die wir endlich auch nachhaltig in den Griff bekommen müssen. Und wenn ich dann da die Forderung höre von SPÖ und den Grünen und den NEOS, die da gefordert haben, jetzt für Wien 100 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen, dann muss ich feststellen, dass die Herrschaften offenbar aus den Vorgängern rund um das Jahr 2015 nichts gelernt haben. Und ich sage, Rot und Grün vollzieht da unter fleißiger Mithilfe ja der NEOS, ja, ich habe das immer sehr bewusst gesagt und ich sage das wieder bewusst, einen Bevölkerungsaustausch, der politisch motiviert ist und das versucht man offenbar mit einem unglaublichen Tempo voranzutreiben. Und derzeit besteht der Anteil der in Wien lebenden Bevölkerung zu 50% aus Menschen, ja, wie wir wissen, fast schon, mit Migrationshintergrund. Und da gibt es halt eine unheilige Allianz aus Rot und Grün in Wien, die da letztlich auch hier natürlich offenbar in dieser gesellschaftspolitischen Multikulti-Träumerei Weiterpolitik betreiben will. Oftmals unter dem Deckmantel der Menschlichkeit, aber in Wahrheit ist das nicht unbedingt menschlich, wenn man dann durch so eine Politik die hier lebende Bevölkerung in weitere Problementwicklungen hineintreibt.